Schönen guten Abend zusammen. Heute zum Webinar der Footprint Chart, natürlich in der Handelsplattform Atas. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie auch ganz herzlich im Namen von FX Flat begrüßen. Natürlich begrüßen wir auch Herrn Michael Burgstaller, ne, der Referent des heutigen Abends. Ich bin genauso gespannt wie Sie, was er uns heute Abend zeigen wird. Und deshalb will ich gar nicht lange drum rumreden, sondern direkt zum Risikohinweis springen. Denn das ganze Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken und es ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, das ist ganz wichtig von unserer Seite zu sagen, denn am Ende ist es wirklich immer Ihre eigene Entscheidung, was Sie tun und was Sie nicht tun, egal ob der Michael gleich zu Testzwecken irgendwie einen Trade macht oder dergleichen. Ja, ganz wichtig im Hinterkopf behalten. Gut, das war eigentlich schon alles von meiner Seite. Michael, wenn du bereit bist, gebe ich dir den Bildschirm. Allzeit bereit. Ich sage mal liebe Grüße aus Österreich. Ich habe mich heute Perfekt. entschlossen, dass man das Webinar trotz meiner Krankheit, leider krankheitsbedingt ein bisschen fertig, trotzdem durchziehen, weil so viele gute Feedback-E-Mails kommen sind und das hat mir sehr gut gefallen. Zum letzten Webinar möchte ich noch sagen, falls Argen auftauchen, ja, zu der Thematik Volumenprofil, was wir letztes Mal durchgemacht haben, bitte gerne her. Ich werde dann ein Recap machen. Und heute werden wir uns ein bisschen über Footprint Charts. Was sind Footprint Charts? Wo kommen sie her? Macht es überhaupt Sinn? Und wie verwendet man sie? Werden wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und ich würde mir wünschen, dass ihr, sofern ihr Fragen habt, die auch immer zwischenrein grätscht. Und unser netter Herr, der was da dabei ist mit uns, der wird dann die Fragen weiterleiten zu meiner Seite. Ja. Also würde ich mal grundsätzlich gerne mal anfangen, mir den Bildschirm zu übergeben. So, Vielen, da ist vielen noch. Dank. Die Technik, unglaublich. So, ihr müsstet jetzt den Atas Login sehen, hoffentlich. Genau, jetzt sieht man deinen Desktop und im Hintergrund die Login-Maske. Sehr gut, also nur funktioniert's. Sieht jeder was? Ist Perfekt. zu sehen? Super, alles klar. Vorab, es gab wieder einige Updates. Kundenwünsche waren da, was das TPO betrifft, mit dem Hot-Button, dass man das TPO splitten kann oder nicht oder zusammenfügen. Das wird sich diese Woche bei uns melden, dieses Update, und dann haben wir das endlich und ein paar andere Sachen sind auch dazukommen. Mittlerweile, das nehme ich noch vorab, bevor wir zum Footprint springen, haben wir im Login-Window die Möglichkeit, zwischen Beta-Version, Latest und Stable-Version zu wechseln. Ja, das heißt, ihr könnt on the fly wechseln. Wenn ihr sagt, ihr möchtet lieber mal kurz mit der Beta arbeiten, dann geht ihr zur Beta, klickt ja und ihr habt die Beta am Laufen. Und das ist natürlich auch zu unserem Schutze. Es kann immer wieder was passieren bei einem Update und dann kann man natürlich zurück zur vorigen Version. Das ist ganz wichtig, ja, dass wir das haben. Also jetzt könnt ihr wählen, ob ihr Beta-Versionen testen möchtet, die Letzt-Version oder die Stable. Die Stable wird einige Male im Jahr released und die ist dann auch wirklich stable. Und die Latest, das sind eben die Updates drinne, die eben durch die Beta-Phase gegangen sind. Ja. Das mal zu dem Thema. Gut, dann springen wir gleich rein. Ich hoffe, ich bin einigermaßen gut zu verstehen. Wie gesagt, Schnupfen, Halsweh, alles, was dazugehört. Ich glaube, da kann ich im Namen der Teilnehmer sprechen, dass das auf jeden Fall passt. So, kleine Einführung vorweg. Was ist denn der Footprint Chart? Ja, der Footprint Chart, also der klassische Footprint Chart, wurde irgendwo 2002, 2003. Irgendwo in dem Bereich wurde der eben in Amerika bei der CME aufgerollt und für die breite Masse zugänglich gemacht. Vorher hat es das gar nicht gegeben. Und seinerzeit gab es einfach nur eine Plattform und das war, sofern ich mich erinnere, Market Delta, die Footprint Charts zur Verfügung gestellt haben. Market Delta ist dann in weiterer Hinsicht geschluckt worden von CQG, aufgekauft worden und zugesperrt worden. Ja, also das waren die ersten, die eben das Thema Footprint schon 2002, 2003 weiter folgend dann behandelt haben. Und wir mit Atlas sind eigentlich seit 2012
eigentlich unterwegs in der ganzen Thematik und versuchen, das Thema so kundenfreundlich und einfach, wie es nur geht, für Kunden bereitzustellen. Ja, im End of the day geht es immer darum, wie einfach komme ich zu meinem Ergebnis. Ja. Und das haben wir eben seit 2012 und bei uns sind halt mittlerweile 25 verschiedene Footprint, ich sage mal, Stile vorhanden, die man sich eben bedienen kann. Was ist ein Footprint? Ein Footprint ist nichts anderes als die Kerze, die ihr kennt. Ich zoome jetzt mal rein in diese Kerze. Ihr kennt eine Kerze mit Open, Close, High und Low. Ja, und diese Kerze wird im Prinzip erweitert mit Informationen, was in dem ganzen Kerzenkörper passiert ist. Ja, sozusagen gibt es nicht den Footprint-Chart, weil es gibt eben verschiedene Informationen, die ich mir hier holen kann im Footprint, sondern es gibt eben eine Variation an eine Fülle von verschiedenen Footprints. Ja. Und das ist im Prinzip, ich mache das kurz auf, damit man das, ich hoffe, einigermaßen sieht. Ich bringe das hier rüber. Also, der normale Candlestick, könnt ihr das sehen? Ich hoffe. Ja. Der normale Candlestick halt ein High, Low, Open, Close, so wie ihr es kennt. Und der Footprint ist total die gleiche Candle, nur eben mit Informationen zu jedem Preis. Ja. Also, was ist am High basiert, was ist am Low basiert, am Open und am Close und zwischendrin. Gut, das ist einmal grundsätzlich, was ein Footprint ist. Ein Footprint ist kein Zauberwerk, das sind einfach die Informationen, die von der Börse geliefert werden, die wir mitschreiben quasi mit unserem Programm. Die zeigen mir, was ist in dem Kerzenkörper eigentlich alles passiert. Ja, und dann kommen wir mal schon zur ersten interessanten Sache. Wenn ich, das ist ein gutes Beispiel, das nehmen wir gleich. Ich markiere es. So. Wenn ich jetzt da die Frage stelle, warum der Docht und die Kerzenformation so ist, wie sie eben ist, hier in dem Bereich, dann kann mir jemand, der keinen Footprint verwendet, nicht sagen, was in dem Docht hier zum Beispiel passiert ist. Ist hier passiert, dass hier Käufer reingekommen sind und den Kurs nach oben gedrückt haben? Oder ist hier passiert, dass einfach kein Interesse war und der Kurs wieder nach oben gelaufen ist? So, und wenn wir in den Footprint reinschauen, dann sehen wir sofort Informationen diesbezüglich. Dann schalten wir das um aufs Delta, ja, und dann sehen wir, dass hier sehr wohl ein Überhang an Verkäufern in der Lunte stattgefunden hat. Aber der Kurs es nicht geschafft hat, weiter zu fallen, ja, in dem Fall. Und das kann nur eines bedeuten. Was kann das bedeuten, wenn ich Verkäufer habe, aber der Kurs fällt nicht, dass hier auf der Limit-Order-Seite eben diese Bewegung aufgehalten worden ist. Ja. Und diese Information und diese Schlussfolgerung kann ich mit einer normalen Kerze schwer argumentieren. Ja, das funktioniert einfach nicht. Und so muss man den Footprint auch sehen, ja, nicht als heiligen Gral, sondern als Toolset, ja, einen Mehrwert, der mir einfach mit der Information aus dem Markt gegeben wird, den ich dann schlussendlich selbst wieder interpretieren muss, um auf meine Ergebnisse zu kommen. Ja, also man muss sich immer vor Augen halten, dass das ganze Thema Orderflow und Volumentrading Tools sind, die man verwendet und auf keinen Fall der heilige Gral, mit dem man von einem Tag auf den anderen reich wird. Mein Credo ist, dass umso mehr Informationen man vom Markt bekommt, ja, und das sind in dem Fall einfach jetzt, ohne dass man es interpretieren, mehr Informationen als so, umso ein besseres Bild kann ich mir vom ganzen Markt machen. Okay. Gibt es schon einige Fragen zu der Thematik? Wenn es Fragen gibt, her damit. Sonst geht es weiter im Programm. Sehr gut. Also hier eine kurze Übersicht. Was gibt es an Footprint-Typen? Ich habe da nur kurz eine Grafik irgendwo aus dem Internet Es kopiert. ist noch eine Hallo. Frage reingekommen, Michael. Ja, bitte. Soll ich die Welchen vorlesen? Footprint ich. Ja, bitte. Also es wäre schön,
Weil ich habe da mehrere Monitore, ich kann nicht immer auf alles schauen. Okay, Ja. alles klar. Na, also, welche Und ich FP bin ein verwendest du bisschen, gerne? Ja? okay, ich bin ein Sorry. bisschen lost wegen eben Schnupfen und so. Alles Welchen gut. Footprint ich gerne verwende? Ich verwende gern den Delta Footprint. Ja, und je nach Anwendung verwende ich auch gerne nur den Volumen Footprint. Das ist quasi dann ein Volumenprofil auf der Kerze. Und auch die Bit-Ask-Imbalance-Geschichte, auf die kommen wir dann später. Also ich verwende gern eben Delta. Das hier, ja, Imbalance-Geschichten und eben klassische Volumengeschichten. Und ich zeige euch dann auch, wieso und warum. Und das hat alles einen Grund. Ja. Also ich möchte gern wissen, wo viele Trader falsch positioniert sind. Ja. Und das kann man mit dem Delta-Footprint sehr gut sehen. Ich möchte gerne wissen, wo ist ein schweres Ungleichgewicht zwischen Verkäufern und Käufern. Das kann man am Imbalance-Chart gut sehen. Und ich möchte gern zum Teil meine Profile sehen in einer Art und Weise in Verbindung mit dem Cluster Search Indikator. Das funktioniert am besten eben, wenn man den Volumen Footprint Modus nimmt. Also das ist eine kleine Auswahl eben der Footprints, die wir haben. Und dann machen wir das auch noch geschwind auf, bevor wir wieder weiter in die Plattform gehen. Ich habe hier einen Screenshot von der Plattform. Das ist eben der Footprint Modus Volumen. Ja, und mit dem Modus hat man natürlich gleich einmal einige Mehrwerte, die man so nicht hat. Ja, man sieht eben, dass das Maximalvolumen mit dem Trend natürlich mitsteigt. Ja, und man sieht eben, wann es zur Konsolidierung kommt und wann eben der Überhang an Verkäufern in den Markt reinkommt. Ja, das sind eben so Sachen, die ein normaler Candlestick-Chart eben einfach nicht hergeben. Ja, es ist einfach so. Ja, und wir sind jetzt da 2021. Man sollte eben schon ein bisschen Technologie nützen, wenn wir schon Zugriff darauf haben. Ja, zu der ganzen Geschichte. Zum Thema, welche Footprints ich verwende. Jetzt einmal ganz vorab, in Atlas hast du Möglichkeiten in den Footprint-Chart zu kommen. Entweder du stellst hier im Menü eben den Modus auf Cluster um. Ja, das ist Variante 1, die was ich nicht verwende, weil ich habe sehr wohl auch meine Candles und zoome dann einfach in die Candles rein. Und mit dem Aufzoomen in der Plattform wechselst du automatisch in den Footprint-Modus. Ja, und sobald man in den Footprint-Modus wechselt, geht hier an der linken Seite des Charts eben ein Submenü auf, dieses, wo man eben alle zur Verfügung stehenden, es werden noch ein paar hinzugefügt in Zukunft, Footprint-Modi gibt. Ja, grundsätzlich ist das Hauptmenü vorn eben die Berechnungsgrundlage. Dieser Footprint rechnet auf Volumen, dieser an Trades, Time ist Zeit, ne? Bid-Ask und Delta. Und um auf die Frage zurückzukommen, warum ich den Delta mag, ich sehe hier natürlich instant, wie schaut die Verteilung aus und wo ist der Überhang? Ist der Überhang an Verkäufern oder Käufern? Ja, das sind recht interessante Informationen, die man da kriegt, weil man durch diese Variante auch gut sehen kann, wenn zum Beispiel am Hoch oder am Tief verkauft wird, massiv verkauft wird und diese Personengruppe, die das gemacht hat, dann eben in Bedrängnis kommt. Ja. Also das gibt es ja wohl. Ja. Das ist ein gutes Beispiel hier zum Beispiel. Da haben wir hier eine Personengruppe am Low, ja, die hier extrem verkauft hat. Ja. Und natürlich kriegen die alle Probleme, wenn der Kurs steigt, weil dann wird diese Gemeinschaft, sofern sie groß genug sind und falsch positioniert sind, irgendwann einmal ihre Positionen auflösen müssen. Und das Auflösen der Position beschleunigt natürlich den Kurs in die Gegenrichtung. Ne? Und so Sachen sieht man halt phänomenal am Delta-Chart. Sieht man halt immer, wenn die Leute falsch positioniert sind. Was aber im Umkehrschluss, es ist eine wichtige Information, aber man darf eins nicht vergessen. Man darf eins nicht vergessen, wir sehen hier die Market ausgeführten Orders. Ja. Also wir sehen hier, wenn wir so reinschauen in diese zwei Kerzen, sehen wir, okay, wir sehen hier eine Kerze,
Wir sehen hier ein schönes Muster, aber in Wirklichkeit sehen wir nur im Footprint Chart, dass hier ständig oben am Top gekauft wurde und in Wirklichkeit ist der Kurs dann abgekaut. Ne? Und das sind dann halt natürlich diejenigen, die hier gekauft haben, die werden irgendwann glattstellen müssen. Ja. Es ist halt immer eine Frage, welchen Markt schaut man an und welche Größen zu dem Markt erachtet man als wichtig. Am S&P 500 sind 62, 49 und 12 oder 179 Kontrakte Überhang. Meiner Meinung nach jetzt dann nicht das, was ich sage, wow, da steckt die Masse falsch im Markt drin. Ja, das ist jetzt nur mal grundsätzlich, wie man das sehen kann. Und das hat natürlich auch, hier ist es ein sehr gutes Beispiel, wenn hier eben die Masse kauft oder die Mehrheit der Händler kauft und der Kurs geht eben nicht weiter rauf, dann werden hier Limit Orders gesessen sein, die eben mit dieser Menge, die hier aufgegeben worden ist, locker zurechtgekommen sind. Und deswegen ist der Kurs auch nicht weiter gestiegen. Ne? Und dann kann man natürlich, wenn man solche Patterns sieht, ja, die natürlich weit mehr Volumen haben wie das, was wir jetzt sehen. Aber wenn man solche Patterns sieht, wo eben massiv gekauft wird, in Limit Orders reingekauft wird und diese Käufer absorbiert werden und der Markt biegt dann ab, dann müssen die Herrschaften, die sich hier falsch positioniert haben, eben irgendwann einmal die Positionen glattstellen. Ja, sind natürlich alles Mutmaßungen, aber diese Mutmaßungen kann jeder von euch eben selber auch testen und researchen. Ja, man sieht dann schon, dass das nicht ein kompletter Blödsinn ist, den ich hier verzapfe. Das ist halt alles zum Nachverfolgen und natürlich muss man sich selber die Märkte auch anschauen, ja, wo man sieht, eben ist es relevant. Ja. Also das ist zum Beispiel meiner Meinung nach sehr relevant. Ich mache das jetzt einmal riesengroß, damit ihr mal seht, gut seht, was da los ist. Ja. Also da geht es dann schon richtig, richtig schön nieder. Ja. Da haben wir richtig schönen Überhang short, ja, und der Markt hat es eigentlich nicht geschafft, short zu gehen. Ja, und da sind doch einige tausend Kontrakte hier. Das kann man hier auch noch ein bisschen markieren. Also in dem Bereich, ja, also hat man einen extremen Short-Überhang, ja, und also ich trau mich jetzt hier zu sagen, dass von diesen Short-Positionen hier einige eben aufgelöst haben und den Kurs nach oben gedrückt haben. Ja. Und so muss man das eben mit dem Delta-Footprint sehen oder man kann es natürlich auch so sehen. Ja. Also weil die Frage gekommen ist, welche ich verwende. Ich schaue mir das halt gerne an. Wo sind Trapped Player, wo sind Trader, die eben falsch positioniert sind, möglichst viele davon und der Kurs möglichst weggeht von denen. Das verschafft natürlich einen Vorteil, dass man selber eben nicht falsch positioniert ist, sondern dann eher in die richtige Richtung mitgehen kann. Ja. Zum Thema Volumen-Footprint-Chart, den verwende ich eigentlich nur im 4-Stunden-Chart und höher. Ich habe da eben zwei gute Varianten. Das ist eben das normale Volumen. Da habe ich kein Profil dabei. Da zeigt mir Atlas aber in einer farblichen Abstimmung, wo ist viel passiert und wo ist wenig passiert. Allgemein. Ja. Also ich habe meine Volumencluster. Ich verwende es halt eher lieber klassisch mit dem Profil. Ja. Hier halt jede Kerze, die ich hier auswähle, jetzt eben in 4-Stunden-Chart, eben das Footprint-Profil drinne. Und da gibt es zwei Varianten, die ich verwende. Das ist eben dieses, das normale. Und das Digitalhistogramm tut nichts anderes, als mir wirklich in echten Zahlen noch zusätzlich die Stückzahl angeben, wie viel gehandelt worden ist. Ja. Und diesen Volumen-Footprint verwende ich, das habe ich im vorigen Webinar auch schon gezeigt, zusammen mit dem Cluster Search Indikator, wo ich mir dann eben gewisse Volumen Spots oder hohe Volumen Levels rauspicke aus dem Markt und eben schau, wo sich viele Marktteilnehmer positionieren. Und ja. Es ist wieder eine Frage reingekommen. Ja, bitte gern. Kann es sein, dass diese großen Positionen Long-Positionen sind, die aufgelöst wurden? Das ist die Frage. Die Position, das weiß man nicht. Also im Tape,
im Smart Tape, alles, was über das Tape aufgelöst wird an Positionen und zur Börse übertragen wird, du weißt ja nicht, ob wer Positionen öffnet oder schließt. Ja, also du weißt nicht, ob diese 6000 minus jetzt 6000 Short-Positionen sind oder eben aufgelöste Positionen von der Gegenseite. Ja, man sieht aber sehr wohl im Live-Betrieb, das können wir uns dann auch anschauen, wenn man den Dom offen hat und sieht, was im Buch los ist, ja, man sieht dann sehr wohl, ob wer hier reinkauft die ganze Zeit, ja, ob die Intention da ist, den Kurs hochzutreiben, aber eben die Limitseite das verhindert, indem hier eben absorbiert wird und immer wieder Limits nach in den Markt geschoben werden. End of the day wissen wir von dieser Dynamik her gar nichts. Das ist auch unser Job, das Ganze ein bisschen zu interpretieren und dem Ganzen ein bisschen eine Form zu geben. Ja, wir wissen nicht, wo große einsteigen, wo große aussteigen. Wir wissen nicht, wo Banken agieren, interagieren und den Markt bewegen. Man kann immer nur mutmaßen. Ja, und mutmaßen tust du am besten, wenn du viele Informationen hast. Ja, also wann du möglichst viele Informationen hast zu einer Thematik. Ich kann mir nur ein Bild machen, wenn ich viele Informationen davon habe. Ja. Ich kann mir nur ein Bild machen, wo ich sehe, zumindest das ist eine sichere Annahme, wo sind denn viele Menschen am Markt unterwegs? Ja. Das kann ich mit normalen Candles nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ja. Also ich kann unmöglich jetzt hier sagen, das muss man wer erklären, dass mir an irgendwer an einer Candle sagen kann, dass hier drinnen sehr viel Interesse war vom Volumen her, ja, oder hier im Docht, das geht einfach nicht und dazu braucht man eben verschiedene Tools, wie eben diese Footprint-Modi oder auch Volumenprofile und so weiter und so fort. Die dröseln den ganzen Markt in Wirklichkeit auf. Das sollte eine Hilfestellung für euch sein, um eben bestmöglich eine Analyse zu machen oder bestmöglich abzuschätzen, wohin sich der Markt bewegen wird. Ja, um was anderes geht es ja nicht, end of the day für uns alle. Und das ist eben wichtig, dass man mehr Informationen hat als wie der Rest. Ja. Das war vor 10 Jahren noch ein bisschen, wie soll ich es jetzt ausdrücken, es war noch mehr Vorteil für gewisse Marktteilnehmer vor 10 Jahren. Mittlerweile ist die Technologie für ziemlich jedermann erschwinglich und zugänglich. Ja. Und das muss man natürlich auch sehen. Und der Markt bewegt sich ja immer mehr hin, eben in eine hochfrequente Geschichte, wo Computer und Algorithmen die Jobs von Menschen übernehmen. Ja. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut beantworten können. Also das ist der zweite, was ich eben gern verwende, den Footprint-Modus, das ist eben zur Volumenidentifikation durch den Cluster Search Indikator, weil der kann mir eben hier das einfärben. Da kann ich eben gewisse Areale suchen. Je nach Markt schaue ich mir dann an, was ist viel Volumen, was ist wenig Volumen. Das haben wir im letzten Webinar relativ gut, glaube ich, abgedeckt, das Ganze. Und da kann man eben schauen, wo ist viel passiert. Ja. Und wie gesagt, der Chart gibt mir da ja immer recht. Ja. Also der gibt mir wirklich, oder sagen wir so, sehr oft, um das Ganze fair zu machen, der Chart gibt mir ja sehr oft recht, dass diese Bereiche, die eben extrem angehandelt werden, Tage später noch ihre Berechtigung haben. Ja, natürlich werden sie irgendwann einmal gebrochen und dann sind diese Bereiche eben noch von oben nach unten. Also das kann man sich anschauen. Also einfach etwas runterladen, sich das Ganze einmal anschauen für die Märkte, die man handelt und man wird drauf kommen, dass das nicht so wenig beeinflusst, wie man glaubt, das ganze Volumen. Ja. Und das sind einfach, das sind Sachen, die schaut man sich dann an und dann macht man seine Analyse anhand verschiedener Sachen und kommt man halt zu seinen Schlüssen. Ja. Wie gesagt, heiliger Gral ist es keiner. Ja. Aber es hilft einem ein wenig, das ganze Chaos hier ein bisschen in ein Bild zu bringen. Ja. Gibt es noch Fragen zu diesem Modus? Ist jetzt gerade noch was reingekommen. Etwas längere Nachricht. Vielleicht willst du die erst einmal lesen. Ja. Okay. Kannst du die Frage kurz vorlesen, bitte?
Ich sehe nur die Hälfte. Idealerweise kombiniert man ja Levels, zum Beispiel Tails aus dem MP, mit den Informationen, die einem der Delta Footprint liefert, Trap Buyer, Seller, in der jeweiligen Zone. Besteht die Hoffnung, dass man einmal in Atas diese Zonen automatisiert zwischen den Charts kopieren lassen kann? Okay, kein Moment. Ich lese jetzt nochmal kurz drüber. Genau, ist ein bisschen länger. Automatisches Kopieren zwischen Charts. Also wir haben ja jetzt gerade in Planung und das kommt demnächst, dass eben, wir haben ja zugegebenermaßen einen Fehler gemacht in der Entwicklung. Wir sind mal hergegangen und haben gesagt, unsere Zeichenelemente, die wir hier haben, bekommen alle einen Bruder mit globale Zeichenelemente. Das heißt, für die Trendlinie, Horizontallinie, das haben wir eben testweise hinzugefügt, Fibonaccis und so weiter und so fort, gibt es eben einen Bruder, das ist dann der globale Bruder von diesen und wird dann eben in jeden Chart des gleichen Instruments übernommen. So, das war mal der Grundgedanke von dem Ganzen. Nach reichlicher Überlegung und ein bisschen auch Diskussionen intern haben wir uns jetzt entschlossen, dass das mit dem globalen Tools komplett rausfallen wird aus der Plattform und ersetzt wird dadurch, dass eben, wenn ich mehrere Charts habe, mit von mir aus hier eben den M1-Chart und hier den H4-Chart und meine Charts sind in der gleichen Gruppe, ja, dass eben in Zukunft, wenn ich hier eine Linie zeichne, und die sind in der gleichen Gruppe, dass auf alle Charts kopiert werden. Ergo dessen lasse ich mir sehr gut einreden und vorstellen, dass es eben auch Informationen aus Volumenprofilen dann möglich sein wird, über den Charts hinaus kopiert zu werden und das automatisieren zu können. Wir möchten halt, das muss man immer dazu sagen, wir möchten halt die Plattform nicht zu kompliziert machen. Ja. Nicht falsch verstehen, aber es gibt eben Anbieter, die können echt alles machen. Ja. Nur brauchst du eben ein Studium dafür und brauchst wahrscheinlich einmal 2, 3 Stunden, bevor du den Chart aufkriegst. Und was unsere Kunden halt immer sagen, ja, ihr seid so super, ihr seid so kundenfreundlich und es ist einfach zu verwenden. Und das ist auch das, wo wir bleiben möchten. Also wir möchten die Plattform so viel wie möglich reinballern an Funktion, aber so einfach wie möglich halten, dass wirklich an jeder das auch verwenden kann. Und diese Gratwanderung ist halt, ist nicht immer leicht, ja, und ist intern auch nicht immer gut zu argumentieren. Aber wir schauen mal, dass wir da echt was weiterbringen, das was eben auch für euch in erster Linie nicht so schwierig wird. Ja. Also man kann wirklich alles machen, was Marktdaten betrifft, nur das ist dann wirklich was, wo man dann entweder ewig lang braucht, das zu lernen oder eben die Freude verliert. Ja. Aber um auf die Frage vom Herrn Nico zurückzukommen, ja, also das werden wir schon hinkriegen. Ja. Wir haben bis jetzt noch alles hinbekommen. Ja. Gut, gibt es noch Fragen zu dem Ganzen? Wenn nicht, dann mache ich weiter. Also das war der zweite, den was ich relativ gern verwende. Und nichtsdestotrotz, den Klassiker, den verwende ich auch. Ja. Frühjahrszeiten ist man hergegangen im Klassiker. Das ist eben der Bid-Ask-Imbalance-Chart. Das ist eben der Klassiker an den Footprint-Charts. Ja. Was sieht man hier? Hier sieht man die Bid-Seite und die Ask-Seite und wie viel hier Market durchgegangen ist in Wirklichkeit. Also in Wirklichkeit ist es das gleiche wie das. Kleinen Moment. Bin ich schwerstens unorganisiert heute hier. So. Ganz kleinen Moment. So. Damit ich das ein bisschen einfacher erklären kann, was hier passiert. So. In Wirklichkeit ist diese Art von Footprint-Chart nichts anderes, als wie hier in der Mitte im Turm in Echtzeit die Buys and Sells, die eben in die Limits rein verkaufen oder kaufen. Ja, nur, dass der Footprint-Chart hier M1-Charts draus macht. Ja, also in Wirklichkeit läuft das die ganze Zeit hin und her. Wir haben hier eben die Markets, die eben die Limits wegkaufen oder wegverkaufen. Und das wird in den Footprint-Charts abgetragen. In dem Fall jetzt da eben in M1-Kerzen. Das heißt, wir haben den Standard M1-Chart
Und wenn wir reinschauen, haben wir eben die Aktivität. Was ist passiert? So, und sehr viele nutzen diesen Chart natürlich gerne eben in diesem Imbalance-Modus, um rauszufinden, gibt es ein Übergewicht an Käufern oder Verkäufern? Und wo tritt dieses Übergewicht auf? Das ist eben diese Imbalance. Das sind eben diese grünen und roten Zahlen, die was wir hier im Chart haben, die definiert werden, muss ich jetzt schauen, bevor ich keinen Blödsinn erzähle, standardmäßig hier mit 150%. Machen wir mal 300. So, 300%. Das heißt, wenn die Käufer oder Verkäufer 300% größer sind als wie die andere Partei, dann wird es hier entweder grün oder rot. Somit sehen wir eben, wo hast du ein Ungleichgewicht an Verkäufern oder an Käufern. Ja. Und manche von euch, habe ich auch ein paar E-Mails bekommen, die schauen eben genau auf diese Art der Footprints. Ja. Und ich zeige euch kurz einen Indikator dazu. Das ist eben der Stacked Imbalance Indikator. Hier muss man halt schauen, dass man die gleichen Werte drinnen hat. Ja. Also ich möchte hier am Indikator sehen, 300% größer von der Kauf- oder Verkaufsseite. Ja. Und ich möchte drei übereinander liegende Preise haben, die eben diese 300% erreichen. Ja. Das ist der zweite Wert. Ich kann hier auch noch das Volumen dieser Imbalance filtern, ja, und ich kann hier einstellen, ob der eben dieses, der macht jetzt so hübsche Linien rein, ja, ich kann hier eben einstellen, ob er diese Linien für eine gewisse Anzahl von Kerzen macht, in dem Fall von 10 Kerzen, oder wie ich es am liebsten habe, ich stelle es auf 0. Was macht 0? 0 macht eben genau das, was viele von euch verwenden. Bis zum Retest werden die Linien gezogen. Ja. Und so suchen halt einige die Levels raus, die für wichtig erhalten werden. Ja. Und je nach Filterstellung natürlich und nach Markt kann man sich hier Strategien natürlich entwickeln mit diesen Tools. Ja. Da wird eben das Ungleichgewicht von Käufern und Verkäufern wird hier eben grafisch sichtbar gemacht, in dem Fall, wenn mindestens drei untereinander vorkommen. Ja. Gibt es Fragen? Bitte, bitte fragen. Gibt es einen Unterschied zwischen Stacked Imbalance und Unfinished Auction? Ja, natürlich. Ja. Die Unfinished Auctions finden nur an den Hochs und den Tiefs statt. Ja. Das ist was anderes. Ja, da werden wir unter Umständen im nächsten oder übernächsten Webinar das Modul zwischen reinschieben mit Unfinished Auctions, aber es ist nicht dasselbe, ja, grundsätzlich. Gut. Lass mal hier, damit wir was sehen. So, kommen wir mal zurück und versuchen, ich versuche das jetzt mit euch gemeinsam, einen Delta Footprint Chart einigermaßen so hinzustellen, dass er mir Signale geben kann. Ja. Ist jetzt gerade noch eine Frage reingekommen, Michael? Ja. In deiner Indikatorenübersicht wird unter der Rubrik Advanced Trading die Option Scalping und Daytrading angezeigt. Woher bekommt man das? In meiner Version ist das nicht enthalten. Ja, ich habe hier noch Entwicklertools, habe ich natürlich auch hier, die noch nicht der Masse zur Verfügung stehen. Ja. Ich habe auch ganz viele Indikatoren drinnen, die befinden sich noch in Entwicklung. Aber dieses Scalped and Trading Modul ist von einem Kollegen aus Russland für Kryptomärkte entworfen worden. Und das gibt es natürlich auch dort. Ja. Unter Umständen kannst du mir, wenn du das haben möchtest, im Support anschreiben und ich verlinke dich weiter, wo du das bekommst. Ja.
Gut, also, wie gesagt, der Footprint-Chart macht uns das nur sichtbar, ja, was im Tape in Wirklichkeit passiert. Ja, also alles, was in Echtzeit abgehandelt wird, macht uns der Chart sichtbar. Natürlich kann man oder will man nicht den ganzen Tag immer auf Zahlen schauen. Ja, ist ja logisch. Das mag keiner von uns. Und deswegen kann man sich da kleine Hilfsmittel bauen. Ja. Und mein Tool der Wahl ist für so Sachen eigentlich immer schon gewesen, der Cluster Search Indikator. Mit dem kann man nämlich nicht nur eben Volumenbereiche perfekt suchen und Volumen auch glätten, wenn man illiquide Märkte hat. Man kann natürlich auch den Cluster Search Indikator hernehmen für Bereiche, die eben einen Delta-Überhang haben. Das, was uns natürlich der Footprint hier zeigt. Aber natürlich, wir sind alle bequem, ist es viel schöner, wenn uns ein Tool zeigt oder zumindest ansatzweise zeigt, wo sind denn eigentlich diese Bereiche. Ja. Und dazu hätten wir einfach den Cluster Search Indikator. Wir werden den zweimal brauchen, einmal für positives Delta und einmal für negatives Delta. Und versuchen jetzt einfach einmal einen Signalgeber mehr oder minder zu programmieren hier. Ja, und dann versuchen wir das jetzt einfach einmal. Wir fangen an mit positivem Delta, ja, und versuchen hier Werte zu finden, die eben zu der Uhrzeit jetzt gerade nicht so schlecht passen. Ja, schauen wir mal, damit wir da keinen keinen Vorführeffekt haben. Ja. Also wenn ich ein positives Delta suche in der Thematik, die wir hier haben, dann möchte ich ja, dass das ein positives Delta ist. Ich möchte, dass dieses positive Delta, ich möchte, dass dieses positive Delta an der oberen Lunte kommt. Ja. Okay, Moment. So. Also, wir möchten ein Delta haben. Wir möchten, dass das Delta positiv ist, sonst muss man da Minus reinschreiben. Wir möchten aber, dass dieses positive Delta auf einer bärischen Kerze ist. Und wir möchten, dass es im oberen Upper Wick im oberen Docht ist. Diese Einstellungen, sofern ich jetzt kein Blödsinn gemacht habe, sind genau diese, die ich vorher beschrieben habe. Wir haben einen Docht in dieser Kerze. Wir haben in diesem Docht vermehrt Käufer und die Kerze schließt bärisch. Das hat mir jetzt im Prinzip, zeigt mir der Cluster Search Indikator genau das jetzt überall, wo eben das stattfindet. Ja. Wo eben genau das stattfindet, dass eben Marktteilnehmer am Hoch im Docht mehr kaufen. Ja, vermutlich mehr kaufen. Und allein aus dem kann man sich schon relativ gute, sehr gute Signale generieren lassen. Ja, natürlich gehört dann Feinschliff rein. Man muss dann schauen, was ist viel, was ist wenig. Ja, und das gleiche für die andere Seite dann, ne? Wir brauchen dann die zweite Seite auch noch. Ja. Aber was haben wir bei der ersten Seite genommen? 1000. Jetzt nehmen wir hier eben minus 1000. Ja. So, ein Delta. Wir möchten jetzt eingesperrte Verkäufer sehen. Das heißt, wir brauchen bullische Kerzen. Ja. Und wir möchten sie im Lower Wick sehen. No? So. Es sei irgendwas passt da bei mir nicht. Bullisch, bärisch. Irgendwas ist gerade super optimal. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass eben dieser Indikator dann das anzeigen sollte.
in dem Fall, das ist eben bullish zu werden. Und das ist eben bärisch zu werden. Und so kann man eben mit dem Footprint Chart und das in einer relativ überschaubaren Zeit sich eben gewisse Sachen in den Markt rein programmieren und suchen. Der sucht eben den Markt ab nach diesem Phänomen. Und so kann man eben den Cluster Search verwenden. Abseits jetzt von Volumensuche kann man auch Deltas suchen, die eben in bullischen oder bärischen Kerzen vorkommen und die im Upper Wick oder Lower Wick vorkommen. Ja. So, jetzt haben wir noch eine Frage reingekriegt. Die beantworte ich natürlich, sofern ich kann. Funktioniert ein negatives Delta in einer Aufwärtskerze? Ja, es funktioniert. Und das können wir auch prüfen und uns anschauen. Ja, ich hole dazu den Delta-Indikator rein. So, der Delta-Indikator zeigt mir jetzt eben das Delta in der Kerze. Ja, wir werden für das Experiment jetzt einen zweiten Delta-Indikator hinzufügen. Ja, das ist ein kleiner Tipp, den kann ich euch auch ans Herz legen. Also, wir haben Filtereinstellungen in den Delta-Indikatoren. Ja, wir haben die Kerzenrichtung und den Delta-Typen. Wenn ich jetzt sehen möchte, bullische Kerzen mit negativem Delta und beim anderen möchte ich sehen, bärische Kerzen mit positivem Delta. Ja, somit habe ich jetzt zwei Delta-Indikatoren, die mir genau diese Situation zeigen. Wir haben irgendwo negative Kerzen, aber trotzdem mehr Käufer. Wie geht denn sowas? Ja, diese Frage kommt auch relativ oft rein. Und wenn man das Ganze jetzt da zusammenschachteln möchte, stellt man beide Indikatoren auf das gleiche Pendel. Zack, dann haben wir das so. Ja, und dann kann man das natürlich auch noch, Moment, Minimized Mode machen. Minimized Mode machen. So. Und das ist schön, dass es schön sichtbar ist. So passt das. Ja. Im Endeffekt haben wir hier auch noch, das zeige ich auch noch, wir haben hier auch noch die Chance, dass wir eben in diesen Delta-Indikatoren das Marktrauschen noch ein bisschen rausbringen. Das heißt, einen Filter einsetzen. Ja. So, nehmen wir mal 100. Ja. So. Jetzt haben wir hier positive Kerzen, man kann das so schön sehen. Schauen wir, ob wir da noch ein besseres Beispiel haben. Da haben wir auch eine negative Kerze, positives Delta. Ja, wir haben hier eine positive Kerze, aber negatives Delta. Wie kommt das zustande? Das heißt ja, wir haben in dieser Kerze einen Überhang an Verkäufen, aber das ist eine bärische Kerze, eine bullische Kerze. Ja, wie geht das? Das ist wieder mal ganz einfach und das Rätselslösung sind wieder einmal die Limits. Sind wieder mal die Limits. Wir simulieren das jetzt da kurz. Schauen, ob der Markt vielleicht sogar was hergibt. Schade, ein bisschen zu spät. Was passiert? Was passiert hier? Hier haben wir ein negatives Delta auf der Kerze. Das heißt, es ist mehr verkauft worden, aber der Markt ist nicht gefallen. Was heißt denn das? Dass die Limits immer wieder aufgefüllt wurden, beziehungsweise die Limit-Order-Seite einfach stärker war. Ja? Und dann einfach ein paar Käufer gereicht haben, die Kerze bullisch zu schließen. So einfach ist das. Also wir haben hier auf der Limit-Order-Seite einfach zu viel Power gehabt. Die haben alle Market verkauft. 1474 mehr, als wir gekauft haben. Aber die Kerze hat bullisch geschlossen. Ja. Kann man dann auch nachschauen, wo das passiert ist. Ja. Also hier waren die Verkäufe in dem Bereich, ja, und dann haben wenig Käufer eigentlich gereicht, um das Ganze wieder aufzuheben. Und deswegen kann es passieren, dass du eine bullische Kerze mit negativem Delta hast und eine bärische Kerze mit positivem Delta. Das ist eben diese Delta-Divergenz, die es gibt. Ja. Und da spielen eben die Limit Orders mit rein. Ja. Das ist der Klassiker. Schauen wir mal, was da drinnen los ist in dieser Kerze. Das ist der absolute Klassiker hier. Ja. 2725
Short Überhang und was haben wir denn da insgesamt? Also wenn ich jetzt schätzen müsste, sind das vielleicht 200, 300, 400, 600. Machen wir es gut, sind 800 oder 900 Kontrakte Long Überhang und 2700 Short Überhang. Aber wir haben es trotzdem geschafft, dass diese Kerze hier steigt. Ja. Gut. Gibt es noch Fragen zu dem Thema? Jetzt bin ich da. Gut, dann gehen wir alle anderen Footprint-Typen mal durch. Ja, welche ihr verwendet, ist natürlich komplett in eurem Interesse, was ihr vom Markt wollt und was ihr analysieren möchtet. Also wie gesagt, wir haben ja hier 1, 2, 3, 4, 5 Kategorien an der linken Seite und jede Kategorie ist für was anderes gut. Wir planen hier noch ein paar gute Tools hinzuzufügen, aber das ist kommt Ende des Jahres. Also wir kümmern uns, wie gesagt, das Volumen eben im Footprint-Modus reinlegen. Und was hier auch noch ein Tipp ist, man kann es ausschalten, dass sich die Kerzen in Footprint verwandeln und umgekehrt. Ja, hier braucht man nur Auto Transform Candles to Clusters deaktivieren. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, hier auch weiter raus zu zoomen und diese grafischen Einzeichnungen vom Volumen besser zu verwenden. Das ist natürlich sehr davon abhängig, wie ihr euch den Chart einstellt. Ja, ich bin persönlich kein Freund der weißen Charts. Ja, ich bin eher mehr der Freund der dunklen Charts. Und dann kann man sich natürlich hier sofort an den Kerzen rausschauen. Man sieht auch sofort, wann die Sessions anfangen. Ja, wenig Volumen, viel Volumen. Und eben der Volumen Typ, der zeigt eben in der Kerze per Graduation, zeigt er dir eben, wo viel Volumen los war und wo wenig Volumen los war. Das ist der erste Modus. Ich switch schneller mal alle für euch durch, damit wir das einmal gesehen haben. Natürlich haben wir jetzt hier den Hintergrund schwarz gemacht. Man könnte hier dann natürlich auch hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt da die Text Color auch wieder weiß. Dann sehen wir natürlich auch wieder was da drinnen los ist. Ja. Gut, dann haben wir eben das Delta Colored Volume. Hier haben wir eben Volumen. Ja. Und da ist die Einzeichnung der Farben eben wieder dementsprechend, gibt es Überhänge, die kaufen oder verkaufen. Aber es wird das Volumen gezeigt. Ja. Das heißt, hier haben wir die Volumen in Zahlen, in echten Zahlen und die Farbdarstellung ist Delta im Hintergrund. Das Standard, das habe ich euch gezeigt, das ist das normale Volumenprofil quasi auf die Kerze geheftet. Ja, hier nochmal eben mit den echten Zahlen, wie viel Volumen läuft durch. Hier haben wir das Delta-Volume-Profile, das heißt, wir haben hier wieder ein Profil, das eben mit den Volumenzahlen angesetzt ist und eben der Delta-Färbung im Profil. Es gibt eben sehr viele Modi für sehr viele Einsatzgebiete. Es hat dann dementsprechend, jeder wird dann irgendwann einmal seine zwei, drei finden, mit denen er am liebsten arbeitet. Ja. Und hier haben wir noch das Volumen und die Anzahl der Trades, die zu diesem Volumen geführt haben. Ja, kann man sich auch anschauen. Dann weiß man, diese 2314 Volumina haben 1233 Trades gebraucht. Ja. Gut, das Ganze gibt es natürlich als Unterkategorie auch. Ja, hier haben wir wieder nicht das Volumen, sondern die Anzahl der Trades. Gleich wie beim Volumen oben haben wir das jetzt wieder mit der Farbgebung. Wieder in Kombination mit dem Delta, wieder ein Profiltyp, ja, wieder ein Profiltyp mit der Anzahl der Trades und das gleiche wieder mit Delta. Das gleiche haben wir mit Zeit. Wie lange in Sekunden hält sich der Preis wo im Chart auf? Das geht dann eher schon wieder in Richtung Market Profile ein wenig. Ein wenig.
wo man eben gut messen kann, wie lange hält sich der Markt wo auf. Ja, das kann man im 15-Minuten-Chart machen, das kannst du natürlich auch im 4-Minuten-Chart machen. Und dann siehst du eben Bereiche, wo er sich extrem lange aufgehalten hat. Ja, gut. Und dann haben wir eben das Gleiche mit Zeit und Delta, wieder in Profiltyp und wieder mit den echten Zahlen dabei. Dann kommen wir mal zum Bid-Ask. Den haben wir ja kurz angeschnitten mit dem Imbalance, wo man das Ungleichgewicht sieht. Hier haben wir eben die Modi normaler Bid-Ask mit Delta-Färbung. Ja. Bid-Ask aufgetrennt. Ja. Ein Histogrammtyp von Bid-Ask, das heißt, wo, auf welcher Seite, wie viel durchgelaufen ist. Eben, das ist eben ein ganz normaler Histogrammtyp. Das Ganze mit Zahlen natürlich, ja, mit einem Volumenprofil dahinter, mit Delta anbei und eben, was wir vorhin gehabt haben, die Imbalance-Geschichte. Ja, das ist eben so der Klassiker. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Delta, wo uns eben pro Preis der Überhang gezeigt wird. Ja, also wie viel Überhang von Käufern zu Verkäufern gibt es? Wer hat das Zepter in der Hand, mehr oder minder? Und da gibt es eben auch ein paar Modus, da kann man sich eben das Delta mit dem Volumen reinholen, ja, damit man dann sieht, wie viel Volumen. Und das Ganze gibt es als Profil. Das wären jetzt da ganz grob mal alle Modi, die es bis jetzt gibt, und es kommen noch welche dazu. Natürlich werden Kunden immer anspruchsvoller und es gibt neue Herangehensweisen an gewisse Sachen, und die möchten wir natürlich auch in der Plattform für alle bereitstellen, ohne Zusatzkosten natürlich. Grundsätzlich wäre meine grobe Übersicht über die Footprints nun beendet. Ja, gibt es noch Fragen? Sieht gut aus, alles beantwortet. Soweit ich weiß, Marc, gibt es mit Sicherheit eine Aufzeichnung. Ja, ja, die wird es geben. Ich bearbeite das Video noch und dann denke ich mal, dass ich das morgen hochlade. Ja. Glaub, nächstes Mal bin ich fitter, da bin ich nicht so verkühlt und fertig, aber ich habe mir gedacht, ich mache es trotzdem heute für euch, weil immer so nettes Feedback kommt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt es an uns, stellt es an FX Flat, die sind sehr kompetent. Und ja, wird auf YouTube hochgeladen. FX Flat hat einen eigenen Kanal dort. Genau, gibt auch eine eigene Playlist für Webinare über Atlas. Genau, es wird ein Webinar zur Heatmap geben. Das mache ich für euch, ja. Okay. Ronny fragt noch, kannst du noch mal kurz zeigen, wie in einem Chartfenster zwei Charts angezeigt werden oder wie ich das zustande bekomme? Ich mache einfach alles zu und fange von vorne an. Wir machen hier einen Chart auf, irgendeinen, den stellst du ein, so willst du haben möchtest, dann machst du noch einen Chart auf, irgendeinen, machen wir einen F-Tax dazu, weil es so lustig ist, und dann nimmst du im Prinzip das Fenster hier und ziehst es in das andere Fenster und dann kannst du aussuchen, wo es angedockt wird. Oben, unten, links, rechts, Mitte. Und dann hast du zwei Chartfenster in einem Fenster. Und es funktioniert auch mit dem Dom, mit dem Tape, mit deiner Performance, mit dem Demo-Konto. Du kannst alle Fenster hier ineinander verschachteln. Ja, und wenn du das wieder raus haben willst, klickst du es einfach an und ziehst es raus. Und wenn du es in die Mitte ziehst, ja, dann hast du unten am Bildschirmrand im Prinzip den Reiter zum Umschalten. Hier kannst du auch noch, was weiß ich, hier kannst du ja Watchlist reintun, Bid-Ask-Tape kannst du dazu tun. Das ist dann im Prinzip alles hier drin. Na? Und du kannst auch wieder hier unten rausziehen und dann ist es wieder entkoppelt. Ja? Gut, ist beantwortet. Also von meiner Seite her wäre ich fertig. Ist noch eine Frage reingekommen, tatsächlich. Ja, das Maximieren von einzelnen Charts bei verbundenen Charts kommt bald? Fragezeichen. Ja, kommt bald. Hier geht es um dieses Problem, das zeige ich. Was der Kollege anspricht, ist ein Problem.
das auch eines ist, das gelöst gehört. Wir haben ja jetzt hier angenommen, wir haben hier zwei Charts und du möchtest, dass eben einer von diesen zwei Charts jetzt kurz Vollbild ist und dann wieder in den Chartverbund kommt. Jetzt ist die Vorgehensweise diese, ich muss es rauslösen und dann Vollbild klicken, ja, und dann kann ich den wieder rein verschachteln. Wir arbeiten an einer Lösung, dass es direkt hier aus dem Menü heraus möglich sein wird, eben diesen Chart kurz auf Vollbild zu schalten und dann wieder zurück in den Verbund zu schmeißen. Ja. Gut. Ah ja, wenn keine Fragen mehr reinkommen, dann würde ich sagen, und wir beenden das für heute. Ja. Und danke auch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich lege mich wieder hin und trinke Tee. Ja, mach das. Kurier ein bisschen deine Stimme aus. Alles gut. Beim nächsten Mal bist du dann wieder fit. Ja, so ist es. Genau, so sieht's aus. Ja. Gut, dann bedanke ich mich nochmal auch an die Teilnehmer, dass sie bis am Ende dabei waren, dass sie so aktiv im Chat waren. Super, hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Das ist immer top, wenn der Michael da viele Fragen reinkriegt, mit denen er arbeiten kann. Ja, dann würde ich sagen, genießen Sie noch den restlichen Tag. Ist ja noch ein bisschen Sonne da und passen Sie auf Ihre Trades aus. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, Baba. Ciao.